Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Jonas R. Kanal. Heute ist es soweit und es kommt endlich das schon lange versprochene 1000 Abonnenten Special Video. Und tatsächlich auch das erste Video, bei dem ich mir mal ein Skript schreiben musste, denn es steht einiges an. Aber als allererstes mal ein dickes, fettes Dankeschön an euch alle, die das hier überhaupt erstmal möglich gemacht haben. Für den einen oder anderen sind 1000 Abonnenten vielleicht nicht wirklich viel, aber mir bedeutet das wirklich einiges. Und gerade in Anbetracht dessen, dass ich überhaupt erst im Dezember mein allererstes YouTube-Video hochgeladen habe, ist das auch deutlich schneller gegangen, als ich jemals erwartet hätte. Natürlich sind auch für mich 1000 Abonnenten jetzt nicht so viel, dass ich es überhaupt für unmöglich gehalten hätte, die jemals zu erreichen, aber auf keinen Fall hätte ich gedacht, dass wir das tatsächlich in gerade mal 5 Monaten schaffen. Dementsprechend wirklich nochmal ein riesiges Dankeschön an jeden von euch, der diesen Kanal abonniert hat und der mich einfach bei dem, was ich hier mache, unterstützt, denn ich habe selten ein Hobby oder wie auch immer man es nennen soll gehabt, was mir so viel Spaß macht, und es wird auch in Zukunft noch einiges auf euch und wahrscheinlich auch auf mich zukommen. Tatsächlich möchte ich heute auch als Dank für diese 1000 Abonnenten wenigstens ein bisschen was an euch zurückgeben und dementsprechend habe ich mir ein kleines Gewinnspiel einfallen lassen. Zum Gewinnspiel kommen wir aber später. Erstmal, worum soll es heute überhaupt gehen? Was ist für dieses Video die Agenda? Als allererstes soll es darum gehen, was in Zukunft mit diesem Kanal geplant ist, und ich werde euch auch die Möglichkeit geben, dabei mitzubestimmen. Danach wird es ein ganz kurzes Q&A geben und ich werde einmal die 7 Fragen zu mir und meiner Arbeit beantworten, die mir eigentlich so am häufigsten gestellt werden. Und danach kommen wir denn zu den 2 Punkten, die die meisten von euch wahrscheinlich am brennendsten interessieren. Und das sind zum einen der Punkt Einnahme und Monetarisierung. Ich werde einmal kurz darüber sprechen, was ich bisher mit all diesem Social Media Zeug verdient habe und wie es auch mit der YouTube Monetarisierung aussieht. Und danach kommen wir dann selbstverständlich auch zum eben bereits erwähnten Gewinnspiel. Und sollten euch natürlich einige dieser Punkte nicht interessieren, dann nutzt einfach die Kapitelfunktion und springt zu den Punkten, die es tun. Nun kommen wir aber auch direkt mal zu Punkt 1, und zwar die Zukunft dieses Kanals. Ich habe nämlich geplant, in Zukunft vor allem mehr Dinge zu testen und euch einfach zu erklären, wie bestimmte Dinge in der Kryptowelt oder auch bestimmte Side-Hustles überhaupt funktionieren. So habe ich mir das Ganze jetzt erstmal vorgestellt. Also es werden mehr Videos kommen, wo ich Side-Hustles ausprobiere, Webseiten ausprobiere und so weiter. Genauso werden aber auch Videos kommen, wo ich Tutorials zu Kryptothemen oder ähnliches mache. Selbstverständlich werden aber auch weiterhin neue Ausgaben von Was ist kommen, nur halt einfach nicht mehr so häufig, wie es bisher der Fall war. Denn ich habe einfach gemerkt, viele von euch interessieren die anscheinend auch gar nicht so wirklich. Das sind auch einfach die Videos, die die wenigsten Klicks bekommen, und dementsprechend sehe ich eigentlich keinen Sinn darin, darauf so einen krassen Fokus wie bisher zu legen. Wie aber auch vorhin bereits angekündigt, könnt ihr aktiv mitbestimmen, was hier in Zukunft wirklich kommen wird. Und dementsprechend habe ich in unserer Community-Telegram-Gruppe eine Umfrage gestartet. Also für alle, die wirklich mitbestimmen wollen, welche Themen in Zukunft am häufigsten vertreten sein werden, schaut einfach gerne mal in unserer Community-Telegram-Gruppe vorbei. Da könnt ihr nämlich auch nicht nur an dieser Umfrage teilnehmen, sondern euch auch generell miteinander zu Themen wie Krypto und Side-Hustles austauschen. Mehr gibt es aber auch eigentlich gar nicht zum Punkt Zukunft dieses Kanals zu sagen, und ich würde sagen, wir verschwenden auch gar keine Zeit und wechseln direkt zu Punkt 2, und zwar dem Q&A. Ich habe mir jetzt einfach mal die 7 Fragen rausgesucht, die ihr mir so am häufigsten gestellt habt, und nach diesen Fragen wisst ihr denn auch endlich mal, wen ihr denn hier wirklich dauerhaft vor der Kamera seht. Fragen Nummer 1 und 2, wie alt bin ich eigentlich und wo wohne ich? Ich bin 22 Jahre alt und wohne in Rostock, das ist die größte Stadt in Mecklenburg-Vorpommern. Frage Nummer 3, was mache ich eigentlich beruflich?
Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Grundlegend bin ich erstmal Student, also ich studiere hier in Rostock. Mein Geld verdiene ich aber durch sehr unterschiedliche Möglichkeiten, alles in allem, aber vor allem als Freelancer. Hier arbeite ich einerseits auf Fiverr, außerdem habe ich noch ein paar feste Kunden, für die ich immer mal wieder was erledige. Und dann verdiene ich mittlerweile natürlich auch etwas Geld mit meinem ganzen Social Media Kram, also YouTube, TikTok, Kooperation, Affiliate Links und so weiter. Und nebenbei verkaufe ich auch immer mal wieder Sachen auf eBay. Einerseits natürlich mein eigenes Zeug, aber teilweise auch wirklich als Reseller. Und damit beantwortet sich dann eigentlich auch Frage Nummer 4, denn viele fragen mich immer, ob ich mein Geld eigentlich als Krypto-Trader verdiene, und nein, das ist absolut nicht der Fall. Und ich denke mal, viele von euch werden ja auch das Video gesehen haben, wo ich zum allerersten Mal Hebeltrading gemacht habe. Also nein, definitiv verdiene ich damit kein Geld und bin auch absolut kein Profi im Trading. Nun aber auch zur Frage Nummer 5, und zwar, wie lange bin ich eigentlich schon im Krypto-Thema drinne? Und auch das ist eigentlich ziemlich einfach zu beantworten. Mein erstes Geld habe ich 2018, glaube ich, in Krypto investiert. Wirklich größere Summen investiere ich aber erst seit 2019, denn da habe ich damals meine Ausbildung angefangen und somit auch überhaupt mein erstes nennenswertes Geld verdient. Und das ist eigentlich auch eine ganz gute Überleitung zu Frage Nummer 7, die wir jetzt mal zu Frage Nummer 6 werden lassen. Und zwar, wie viel Geld habe ich eigentlich in Krypto und so weiter investiert? Und da muss ich euch enttäuschen, denn darauf werde ich euch keine eindeutige Antwort geben. Denn ich bin einfach der Meinung, man muss auch nicht alles im Internet herausposaunen und einige Dinge können auch einfach mal privat bleiben. Nun noch zur letzten Frage, und zwar, kann man mich eigentlich kontaktieren, wenn man mal Fragen zu Kryptothemen hat oder Hilfe braucht, um zum Beispiel einen Helium-Miner einzurichten? Und da gibt es ein klares Ja von mir. Wenn ihr mir aber einen Gefallen tun wollt, dann schreibt ihr mir per Telegram, dann weiß ich einerseits direkt, dass es jemand aus der Community ist, und außerdem kann man da meiner Meinung nach am angenehmsten schreiben und auch mal eine Sprachnachricht aufnehmen. Nun aber auch genug vom Q&A, und ich würde sagen, wir widmen uns jetzt hier mal den vorletzten Punkt, und zwar Einnahmen und Monetarisierung. Und da fangen wir einmal an mit der YouTube-Monetarisierung, und dafür würde ich sagen, wechseln wir auch einmal ins YouTube-Studio. Das hier ist das YouTube-Studio, also die Ansicht, die ich immer sehe, wenn ich hier eure Kommentare beantworte, wenn ich neue Videos hochlade, Statistiken checke und so weiter. Und hier gibt es links einmal den Punkt Monetarisierung. Und wenn ich darauf klicke, sieht man auch schnell, hier steht nichts von wie viel Geld ich verdiene oder ähnliches, denn mein Kanal ist aktuell noch nicht monetarisierbar. Und warum ist das so? Naja, man muss hier nämlich diese 4 Bedingungen erfüllen. Diese 2 erfüllt eigentlich jeder. Dann gibt es noch die 1000 Abonnenten, die habe ich jetzt ja offensichtlich auch schon erreicht. Und zum Schluss gibt es hier aber noch die 4000 Stunden Wiedergabezeit. Und das ist wirklich ein richtig riesiger Brocken. Und hier seht ihr auch eigentlich ziemlich gut, dass ich noch nicht mal die Hälfte davon erreicht habe und dementsprechend noch sehr weit von der YouTube-Monetarisierung entfernt bin. Wenn aber das Wachstum und die Klicks auf meinem Kanal so weitergehen sollten wie jetzt, dann gehe ich stark davon aus, dass ich diese Monetarisierung ungefähr irgendwann zwischen September und Dezember erreichen werde. Und dann werde ich selbstverständlich auch ein Video darüber machen, wie viel man denn mit YouTube verdienen kann, wenn man Videos über Krypto und Side Hustles macht und so viele Abonnenten hat, wie ich dann halt haben werde. Zu meinem Glück ist die YouTube-Monetarisierung aber auch nicht der einzige Weg, um als Content-Creator etwas Geld zu verdienen. Denn es gibt ja zum Beispiel auch noch TikTok, Affiliate oder Kooperation. Zum Thema TikTok-Einnahmen habe ich aber auch schon mal ein komplettes Video aufgenommen. Also wenn dich interessiert, was man mit 10.000 Followern auf TikTok verdienen kann, dann check gerne das Video unten in der Videobeschreibung ab.
Ansonsten habe ich mir aber auch mal die Mühe gemacht und alle sonstigen Einnahmen, die ich eben schon erwähnt habe, zusammengerechnet. Und was dabei in diesen 5 Monaten bisher rumgekommen ist, das werde ich euch jetzt einmal hier oben einblenden. Und ich denke mal, das wird weniger sein, als viele von euch jetzt wahrscheinlich erwartet hätten. Trotzdem möchte ich euch aber auch etwas davon zurückgeben und das führt uns auch schon direkt zum Gewinnspiel. Ihr habt gerade meine Einnahmen gesehen, also seht es mir bitte nach, wenn ich jetzt hier nicht Sachen im Wert von Hunderten von Euros verschenken kann, aber es gibt natürlich trotzdem was zu gewinnen. Und das wäre in diesem Fall zum einen dieses Buch Token Economy und selbstverständlich nicht genau dieses Buch, denn ihr kriegt natürlich ein komplett neues von mir. In dem Buch erfahrt ihr wirklich alles Wichtige zum Thema Krypto und wisst danach wahrscheinlich sogar mehr als der eine oder andere Krypto-TikToker. Und das ist natürlich nicht alles, denn es gibt auch noch einen zweiten und dritten Preis und das wäre einmal ein 20 Euro Amazon-Gutschein und dann nochmal als kleiner dritter Preis noch ein 10 Euro Amazon-Gutschein. Und es gibt aber auch noch einen kleinen Bonuspreis, der jetzt aber nicht unbedingt was mit dem Hauptgewinnspiel zu tun hat, denn ich hatte mal in einem TikTok-Livestream erwähnt, dass ich mich mal im Dropshipping versucht habe und zwar mit diesen Sonnenbrillen hier. Und da habe ich auch erwähnt, dass ich davon noch ein paar hier in meiner Schublade rumliegen habe und es wurde sich gewünscht, dass ich die doch auch einfach mal mitverlosen kann. So sieht das Ganze dann aus. Und wenn ihr Lust haben solltet, das ebenfalls zu gewinnen, das ist halt wirklich nur nochmal ein kleiner Bonus, dann werde ich nachher nochmal erwähnen, was ihr dafür tun müsst. Doch was musst du nun eigentlich tun, um an diesem Gewinnspiel mit teilzunehmen? Du musst einfach nur Abonnent hier vom Jonas R. Kanal sein und außerdem noch Abonnent vom Jonas R. Shorts Kanal. Wenn du das beides erfüllst, musst du einfach nur noch einen Kommentar unter diesem Video verfassen, in den kannst du reinschreiben, was dir an meinen Videos am meisten gefällt oder noch besser, du schreibst einen Kommentar darüber, welches Video du am liebsten mal hier auf dem Jonas R. Kanal sehen würdest. Das Gewinnspiel beginnt an dem Tag, wo dieses Video online kommt, also am 7.5. und geht dann eine Woche lang bis zum 14.5. Und zwar wird hier der Einsendeschluss um 18 Uhr sein. Und die Gewinner werde ich dann einfach am nächsten Tag im Sonntags-Livestream auf TikTok ziehen. Und für alle, die denn bei diesem Livestream nicht dabei sein können, werde ich den selbstverständlich auch nochmal allein aus Transparenzgründen auf dem Jonas R. Beta-Kanal hochladen. Eine Sache wäre aber auch noch wirklich wichtig, denn ich muss dich auch irgendwie kontaktieren können. Dementsprechend suchst du dir noch irgendeine andere Social Media Plattform aus und zwar eine, wo es auch die Möglichkeit zur Direktnachricht gibt und folgst mir dort ebenfalls. Beispiele dafür wären Instagram, Telegram oder Twitter. Davon suchst du dir einfach eine aus und hinterlässt in deinem Kommentar nochmal den Namen, die du auf dieser Plattform hast und natürlich auch den Namen der Plattform, damit ich auch weiß, wo ich nach dir suchen muss. Diese Social Media Plattform wird dann auch der Ort sein, wo ich euch anschreibe und wo wir dann alles weitere zu den Gewinnen klären werden. Für alle, die jetzt noch dran geblieben sind, gibt es noch ein kleines Bonus-Gewinnspiel, denn ich habe neulich in einem TikTok-Livestream erwähnt, dass ich mich mal im Dropshipping versucht habe und zwar mit diesen Sonnenbrillen hier. Die sehen so aus und ich habe in diesem Livestream erwähnt, dass ich davon noch ein paar rumliegen habe, halt aus diesen Dropshipping-Zeiten. Also falls du Bock hast, außerdem noch so eine Sonnenbrille zu gewinnen, dann hinterlasse in deinem Kommentar einfach noch zusätzlich einen Sonnenbrillen-Emoji. Ich werde mir dann einfach zusätzlich zu den eigentlichen Gewinnern noch 2, 3, 4 Leute raussuchen, die außerdem noch eine Sonnenbrille bekommen. Ansonsten gibt es jetzt hier zum Abschluss nochmal 2 zusätzliche Infos. Erstens, es lohnt sich auf jeden Fall auch auf meinen anderen Socials vorbeizuschauen. Denn ich habe mir vorgenommen, von nun an immer mal wieder, vor allem wenn ich zum Beispiel eine Kooperation hatte, weitere Gewinnspiele zu veranstalten und die wird es dann natürlich nicht immer nur hier auf YouTube geben, wo ich dann jedes Mal auch ein einzelnes Video machen müsste, sondern ich habe vor, die dann zum Beispiel auch mal auf Instagram, TikTok oder Twitter zu machen.
Und zweitens, falls ihr Lust haben solltet, diesen Kanal zu unterstützen, dann packe ich euch nochmal einen Link zur Amazon-Plattform unten in die Videobeschreibung. Wenn ihr nämlich diesen anklickt, bevor ihr auf Amazon einkauft, dann bekomme ich davon ein klein bisschen ab, ohne dass für euch zusätzliche Kosten entstehen. Also falls ihr Bock habt, meine Arbeit hier zu unterstützen, klickt gerne mal auf den Link, bevor ihr das nächste Mal bei Amazon einkauft. Außerdem kann natürlich auch nicht jeder gewinnen und falls ihr kein Glück haben solltet, aber trotzdem dieses Buch oder diese Sonnenbrille haben wollt, dann packe ich euch die Links auch nochmal unten mit in die Videobeschreibung. Dieses Video ist jetzt aber auch wirklich lang genug geworden und dementsprechend würde ich sagen, beenden wir das Ganze jetzt auch mal. Nochmal ein riesiges Dankeschön an alle Abonnenten, die das hier überhaupt erst möglich machen. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns wieder beim nächsten Video, dann natürlich auch wieder mit normaleren Videos.